Und deswegen baut auf jeden Fall einen Feuerlöscher. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spielvorstellung hier beim Metalizer. Wir schauen uns Recipe for Disaster an. Das Ganze ist ein, ja, eine Aufbausimulation, eine Aufbaustrategie, besser gesagt. Und wir können uns hier zu Beginn erstmal einen eigenen Charakter erstellen. Wir bauen uns dann ein Restaurant auf. Und in diesem Restaurant können wir auch selbst Rezepte kreieren, was, um ehrlich zu sein, ziemlich witzig ist. Wir haben hier zu Beginn einen relativ umfangreichen Charaktereditor. Ich zeige euch das Spiel jetzt mal so ein bisschen im Detail. Zwischendurch schneide ich mal ein bisschen was rein. Also habt keine Sorge, das ist jetzt hier kein, der Metalizer macht jetzt hier ein stundenlanges Gameplay oder so. Nein, ich schneide hier wirklich hin und her. Wir sehen jetzt hier, wie gesagt, die Charaktererstellung. Das Interessante ist, bei der Hautfarbe können wir halt die ganze Farbpalette auswählen und auch die Gäste nutzen die ganze Farbpalette, was die Hautfarbe angeht, was ich ziemlich cool finde. Also der Charaktereditor ist hier schon mal wirklich, wirklich schön und gut gemacht. Und ich zeige euch mal, wie jetzt das finale Ergebnis aussieht von dem Herr von und zu Metalizer. Das Schöne ist auch, also das ist jetzt hier unser fertiger Charakter. Er hat eine rote Schürze an und wir können jetzt hier noch Fähigkeiten definieren zu Beginn. Und der Herr von und zu Metalizer kann dann auch in dem jeweiligen Restaurant arbeiten. Bei Recipe for Disaster gibt es auch eine Kampagne. Die lässt sich auch wunderbar spielen, auch mit dem eigenen Chef sozusagen. Aber es gibt natürlich auch einen Sandkastenmodus und verschiedene Szenarien, die wir ausprobieren können. Also insgesamt, das Spiel verlässt den Early Access am 5.8.2022. Zu finden auf Steam, Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und ich habe von den Entwicklern freundlicherweise einen Key bekommen, aber sonst keine weiteren Leistungen. Also ne, ich mache das hier alles, weil ich Bock drauf habe und weil mir das Spiel gefällt. So, jetzt sehen wir hier, wie gesagt, es gibt auch noch Wesenszüge, die wir machen können, also wie unser Charakter quasi drauf ist. Und jetzt können wir das Tutorial auswählen. Ich habe hier mal das Tutorial auch mal angefangen, damit man so ein bisschen sieht, in welche Richtung das Spiel so grundsätzlich geht und was wir erwarten können. So, wir haben hier, muss dazu sagen, die deutsche Übersetzung ist teilweise implementiert. Es gibt immer noch so ein paar englische Begriffe, aber auch da gehe ich davon aus, dass es zum Release im Early Access noch gefixt wird. Wir lernen jetzt hier die Kamerasteuerung so ein bisschen kennen, den Baumodus und wie man Dinge abreißt und nutzt. Dazu haben wir hier eine extra Leiste. Und ihr seht schon, es hat so ein bisschen Parallelen auch optisch, also so der Baumodus. Jetzt nicht von der Grafik, aber zumindest so in die Richtung von die Sims geht es. Und ich habe jetzt hier das erste Mal gedacht, oh shit. Hätte ich das mit dem Müll jetzt nicht machen sollen? Ich habe aber nicht gesehen, dass in der Küche da drüben auch noch Müll steht. Und ich habe gedacht, ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wo ist der Rückgängig-Button? Das heißt, das Tutorial hier ist ein bisschen verwirrend, zumindest zu Beginn, weil die Sachen, die wir machen sollen, auch nicht hervorgehoben sind. Das heißt also, man muss halt genau gucken. Und dann ist mir eingefallen, ach, warte mal. Moment, da steht ja noch mehr Müll. Den kann ich ja entfernen. Das passt dann. Als nächstes müssen wir unser Restaurant einrichten. Also wir sehen, wir haben jetzt hier auf der linken Seite einmal unseren Gästeraum. Wir haben auf der rechten Seite eine Küche. Es gibt oben auch noch Toiletten. Und wir sollen jetzt halt einfach einen simplen Tisch mit Stühlen platzieren. Und ich war so, ja, wo macht man das? Ach, da, okay, alles da, linke Seite. Das Menü ist natürlich, oder das UI ist ein bisschen überfrachtet. Also man sieht ja auch schon, wir haben jetzt hier auf der linken Seite haben wir den Bereich, wo wir die Sachen auswählen, auf der, dann kommt das Tutorial-Meldung, das Tutorial-Fenster schießt da irgendwie noch mit rein und insgesamt wirkt das auf einem Full-HD-Bildschirm oder im Full-HD-Modus schon ein bisschen überlastet oder überfrachtet, sagen wir es mal so. Man gewöhnt sich aber relativ schnell dran und es geht dann auch echt gut. Und das Highlight sind, um ehrlich zu sein, nachher auch die Rezepte, denn die sind unfassbar flexibel und anpassbar. Also wirklich, das ist, man kann alles miteinander mixen. Und das ist wirklich, wirklich cool gemacht. So, wir sehen jetzt hier, wir müssen natürlich auch unsere Gerichte, die wir anliefern, müssen wir auch irgendwie zwischenlagern. Dazu brauchen wir Lebensmittellager. Und ja, ihr habt das Tutorial schon mal ein bisschen gesehen. Lass uns einfach mal direkt ins Spiel reingehen. So, wir sind jetzt hier in der zweiten Tutorial-Mission. Wir machen jetzt hier unser erstes Rezept und das wollte ich euch nochmal zeigen. Also wir legen natürlich auch bei den Mitarbeitern die Prioritäten fest, also was sie machen sollen, wo sie arbeiten sollen. Sie haben natürlich auch verschiedene Vorlieben und Dinge, die sie gut können. Und ja, ich habe jetzt hier mein Rezept erstellt und man sieht ja auch schon, das Tutorial-Ding, dieses Fenster ist einfach ein bisschen anstrengend. Naja, ich habe das erste Rezept einfach mal hungrige Hähnchen genannt.
So eine kleine Alliteration. Und wir sehen jetzt hier, dieser blaue Menüpunkt, den wir jetzt hier haben, das ist das Anrichten. Und wir haben jetzt hier dieses Schneidebrett. Und da legen wir jetzt Sachen oder ziehen wir jetzt Sachen rüber. Und wir sollen jetzt im ersten Schritt Hähnchen frittieren. Und jetzt sehen wir auch schon, wir haben hier einen kleinen rechten Pfeil an der Seite. Und dann hat das Spiel gesagt so, naja, du weißt jetzt, wie man hier Sachen anrichtet. Und da habe ich gedacht, nee, weiß ich noch nicht, aber ich versuch's einfach mal. und wir können jetzt hier auch noch das Aussehen vom Rezept festlegen. Das war mir am Anfang auch nicht ganz klar. Also das Aussehen ist, so wie ich das verstanden habe, komplett egal. Also es ist halt wirklich nur, wie das optisch aussieht. Ich habe gesagt, wir machen hier einen Spieß draus und wir sehen jetzt bei dem Frittieren diesen kleinen Pfeil und wir können jetzt in die Fritteuse 5 Zutaten mit reinpacken. Und er sagte auch eben, das Rezept ist zu billig, wir brauchen mehr Zutaten. Das ist nicht unbedingt intuitiv, aber man kriegt es irgendwie hin mit der Zeit. Ich zeige euch nochmal, wie das geht. Also ich habe jetzt hier gesagt, wie gesagt, Hähnchenflügel frittieren und dann mache ich doch gleich einfach mal zweimal Hähnchenflügel frittieren. Und wir sehen jetzt auch, dieser eine Pfeil hat sich da hingesetzt und jetzt machen wir den zweiten Pfeil dahin. Und jetzt werden hier eben, nachdem sie frittiert wurden im ersten Schritt, werden sie im zweiten Schritt angerichtet. Und wir können jetzt hier zum Beispiel auch noch sagen, wir möchten ein paar Früchte dazu haben oder Gemüse. Also wir sehen, wir haben eine unfassbar große Menge an verschiedenen Zutaten. Es gibt auch noch Soßen und ja, wir sehen auch, man kann halt auch neben dem Frittieren kann man auch grillen, kochen, zusammenschnibbeln und so weiter und so fort. Man braucht dafür natürlich auch die passenden Arbeitsgeräte, aber ich habe gedacht, hier so zwei frittierte Hähnchenflügel mit Auberginen und so, das klingt doch ganz lecker. Wir müssen im Tutorial dann auch noch uns organisieren und wir sehen jetzt hier eben auch, die Gäste haben Wünsche und die Gäste haben Rezeptwünsche. Und diese Rezeptwünsche solltet ihr auf jeden Fall bearbeiten. Weil sie sagen halt nur so, ja, ich hätte ganz gern irgendwie ein Gericht mit Hähnchen. Aber nicht, was da noch zusätzlich mit dazu soll. Das heißt, ihr müsst die Gerichte da nochmal ein bisschen anpassen. Das habe ich hier im Tutorial auch ein wenig vercheckt. Und wie in einem guten Restaurantspiel oder guten Restaurantmanagementspiel müssen wir natürlich auch unsere Arbeitskräfte entsprechend den Tischen zuweisen. Und das Witzige ist, wir könnten sogar auch dem Koch sagen, dass er neben dem Kochen auch noch Gäste servieren soll. Und im oberen linken Bereich sehen wir jetzt im Übrigen schon eine lange Wartestange an Gästen. Das ist gerade so ein bisschen untergegangen. Das Tutorial pusht euch aber auch so ein bisschen durch. Es gibt auch noch ein fortgeschrittenes Tutorial. Da werden euch noch mehr Grundlagen erklärt. Aber ich habe gedacht, naja, komm. Was soll's. Das wird schon irgendwie schief gehen. Das wird schon irgendwie hinhauen. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Und ohne euch spoilern zu wollen, es gibt, wie gesagt, auch eine kleine Kampagne, aber die Kampagne habe ich auch angefangen und sie ist auch unterhaltsam für so ein Aufbaustrategie-Management-Spiel. Aber ich habe gedacht, ey komm, nee, ich zeige euch den freien Modus. Und da springen wir jetzt mal direkt rein. Da habe ich nämlich mein Wissen schon ein bisschen gesammelt und dementsprechend führe ich euch jetzt durch den freien Modus hindurch. Wie versprochen, klicken wir uns jetzt mal durch den Modus freies Spiel. Wir haben hier vordefinierte Schwierigkeitsgrade, wir können aber auch selbst die Regeln festlegen und das würde ich euch eigentlich auch zu Beginn empfehlen. Wir haben hier oben den sogenannten Samen oder auch Seed genannt, das hätte man aus meiner Sicht nicht unbedingt übersetzen müssen. Wir können das Startkapital wählen, die Beliebtheit des Restaurants von Beginn an, den Standort. Auch da gibt es dann verschiedene Ereignisse und eben auch die Niederlagenbedingungen. Die Niederlagenbedingungen habe ich am Anfang so gelassen, das passte. Und ihr seht ja auch hier, wir haben hier dann verschiedene Möglichkeiten. Ich habe gedacht, ich starte einfach mal direkt das Spiel. Und wir sehen jetzt hier, wir kommen direkt in den Baumodus rein, bevor wir das Restaurant überhaupt eröffnen und können uns dann ein wenig austoben. Und diese gesamte Fläche, die wir hier sehen, ist auch nutzbar. Das war mir zu Beginn gar nicht so bewusst. Ich dachte, dieser Gehweg, der da aufgemalt ist, das sind tatsächlich aufgemalte Kacheln, wäre so die Begrenzung. Ist mir dann ein wenig zu spät aufgefallen. Aber ja, ich habe dann erstmal gedacht, ich teste mal ein bisschen mit den Wänden rum. Wir haben ja auch hier schon so ein kleines Lokal, das ist aber, um ehrlich zu sein, viel zu klein. Und haben dann erstmal angefangen, ein wenig was zu bauen.
Der Baumodus an sich ist schon ein bisschen, also er ist sehr intuitiv. Man muss sich aber so ein bisschen dran gewöhnen. Gerade auch bei den Wänden zwischen Farbe und Textur, die, ihr wählt quasi beides aus. Es ist nicht nur entweder oder, sondern es ist tatsächlich die Textur wird ausgewählt, beispielsweise Backstein, und die Farbe rot. Dann wird der Backstein auch rot gefärbt. Das ist manchmal so ein bisschen irreführend oder kann irreführend sein. Aber grundsätzlich, wenn man sich damit erstmal zurechtgefunden hat, kann man echt schöne Sachen bauen. Und ich werde auch gleich nochmal erklären, wie das mit den Wänden funktioniert, dass die eingeblendet sind oder ausgeblendet sind und so weiter. Weil wenn man Wände einfärben möchte, dann braucht man schon die Ansicht der Wand. Das könnte sehr hilfreich sein. Aber das Spiel liefert da eine ganze Menge Input und Hilfen. Ich habe da ein bisschen weitergebaut und ich zeige euch mal, was am Ende rausgekommen ist. Ja, und das ist im Prinzip so das finale Restaurant, mit dem ich arbeiten wollte. Ich habe ein paar Toiletten aufgebaut, stehen ein paar Tische drin, ein bisschen Beleuchtung ist auch mit dabei. Und jetzt bin ich dabei, hier die Mitarbeiter einzustellen. Und hier sehen wir schon den Herrn von und zu, Metalizer. Der wird natürlich direkt eingestellt und ich dachte, ich mache auch mal ein Rezept von Beginn an. Und jetzt zeige ich euch mal, was alles so möglich ist. Wir haben hier schon mal 4 vordefinierte Rezepte. Die können wir bearbeiten oder auch eben nicht. Und wir sehen jetzt auch hier, es gibt einen roten Punkt, Rösten. Rösten und Kochen ist nicht möglich. Und dann muss man überlegen, ja, wie mache ich das denn am besten? Eigentlich brauchen wir dafür dann noch einen Ofen. Zumindest sollten wir den irgendwo platzieren. Da habe ich gedacht, ja, es wird jetzt ein bisschen enger. Wir haben hier die Mitarbeiterbank für die Pause. Die habe ich dann einfach mal irgendwo anders hingestellt. Ich muss die Küche nach hinten hin ein wenig vergrößern. Das habe ich dann auch nochmal direkt gemacht. Zum Glück haben wir am Anfang relativ viel Geld. Aber ihr seht auch schon, ich bin mit 10.000 gestartet. Und nach dem Ausbau waren wir bei 4.000 an der Stelle jetzt hier. Also es gibt natürlich auch Geräte, die ein bisschen mehr kosten. Wände können wir entfernen, indem wir Shift gedrückt halten und dann Linksklick oder links rüberziehen und die Maus sozusagen die Wand entfernen damit. Also mit Mausklick, Maus gedrückt halten. So. Und dann habe ich die Küche ein bisschen größer gemacht. Habe gedacht, naja, die Leute sollen ja auch ein bisschen arbeiten können, sollen ne, alles erreichen können auch. Ist auch nicht unbedingt immer einfach. Und auch die Lieferung der Zutaten erfolgt zu jeder vollen Stunde. Das heißt, wir können entweder sagen, es soll immer alles aufgefüllt sein an Sachen, die wir im Rezept drin haben. Oder wir kaufen die jeweils selbst ein. Ich habe dann jetzt einmal einen Ofen hingestellt. Erschien mir auch irgendwie wichtig und richtig. Aber es ist natürlich euch selbst überlassen, ob ihr nur einen Grill platziert beispielsweise. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch zum Beispiel den Deluxe-Herd, Deluxe-Ofen. Die arbeiten dann ein bisschen schneller, effizienter. Man kann dann zum Beispiel auch mehrere Sachen mit draufpacken. Und jetzt frittieren und Grill funktioniert. Da habe ich gedacht, okay, super. Ist ja schon mal ganz gut. Ich habe tatsächlich den Ofen vergessen. Das war ein bisschen doof. Naja. Hier haben wir jetzt das Rezept übrigens. Da, also das Menü, nicht die Rezepte. Wir ziehen ins Menü die Rezepte rein, die gekocht werden sollen. Und können auch nochmal die Preise bearbeiten. Wir haben standardmäßig einen 500%igen Aufschlag. Den können wir aber auch flexibel bearbeiten. Und hier sehen wir jetzt eben so, ich habe gedacht, boah, jetzt muss ich mich überall durchklicken und alles einzeln bestellen. Ich habe nicht gesehen, dass im oberen Bereich auch das Keep Minimum Stored Globally, dass das eben auch noch eine Option ist. Da komme ich dann später nochmal drauf zu. Beziehungsweise jetzt gerade habe ich sogar mir aufgefallen. Und da kann ich nämlich sagen, lasse bitte von allen Sachen, die wir brauchen zum Kochen für die Rezepte, bitte alles 10-mal drin sein. Wir können aber auch sagen, wir möchten alles irgendwie zu einer bestimmten Anzahl haben. Das ist ziemlich clever gelöst, also auch sehr intuitiv grundsätzlich. Aber wir sehen auch, wir haben noch nicht alle Sachen übersetzt. Es gibt tatsächlich noch einige Sachen auch bei der deutschen Übersetzung, die noch im Englischen sind. Schauen wir mal, ob das nach dem Early Access behoben sein wird. Wünschenswert wäre es, aber man kommt eigentlich auch so relativ gut zurecht. Ich habe da nochmal ein zweites Lagerregal aufgestellt. Ich hätte auch einen größeren Kühlschrank nochmal nehmen können. Und wir sehen jetzt halt eben, die normale Storage-Kapazität lag bei 150. Aber der Kühlschrank hat noch ein wenig Probleme gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann baue ich noch oder kaufe ich noch einen zweiten Kühlschrank. Aber wohin? Wohin?
Man sieht jetzt auch, jetzt ist der Feuerlöscher nicht mehr erreichbar gewesen und dann muss man ein bisschen umbauen. Das geht aber zum Glück auch relativ gut. Man kann mit M die Gegenstände auswählen und dann woanders hinziehen. Manchmal muss man die Kamera ein bisschen drehen, so wie jetzt in dem Fall. Aber am Ende konnte ich dann auch noch einen weiteren Kühlschrank platzieren und habe dann trotzdem eine Storage-Kapazität von 80 erreicht. Und ich dachte, okay, dann mache ich vielleicht doch alles nur nicht 10-mal, sondern erstmal nur 9-mal zu Beginn. Dann habe ich das Restaurant geöffnet. Die Waren waren auch schon angeliefert und wir sehen jetzt hier diese blinkenden Symbole. Das sage ich euch dann mal, diese blinkenden Symbole hier bei den verschiedenen Stationen, denen müssen wir jetzt den Mitarbeitern zuweisen. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, warte mal, mir fehlt doch noch was. Fehlt mir nicht noch irgendwie ein Herd? Da war doch noch was. Und dann habe ich den Herd nochmal, habe ich den an der Stelle schon platziert? Ich muss dazu sagen, ich spreche die Sachen ja im Nachhinein ein. Also ich spiele einfach und dann spreche ich sie ein, damit es auch ein bisschen entspannter für euch ist und für mich. Und ich habe gedacht, ach naja, ich gucke einfach mal. Und dann ist mir aufgefallen, ach ja, Moment, da blinkt ja unten was bei Kochen. Ups. Also ihr merkt schon, man muss am Anfang mehr Zeit reinstecken, bevor das Restaurant quasi öffnet. Also wie im realen Leben quasi auch. Also nehmt euch da am besten ein wenig Zeit für, wenn ihr das Ganze macht. Und dann habe ich gesehen, okay, gut, eigentlich läuft ja alles. Aber warum geht das beim Krabbo noch nicht? Da blinkt immer noch was. Nämlich bei dem Rösten. Und hier habe ich ein großes, großes Problem, weil ich nicht weiß, an welchem Gerät das Rösten durchgeführt wird. Das wäre natürlich ganz cool. Beim Kochen, naja gut, ergibt halt Sinn. Da brauchen wir tatsächlich einen Herd für. Und beim Rösten wird es genauso der Fall gewesen sein. Wir sehen auch dieses rote Blinken jetzt gerade neben dem Herd. Und ich dachte, naja, dann platziere ich den Herd einfach mal mitten in die Küche rein. Was soll schon schief gehen? Man muss ja nicht immer alles an Wände ranstellen, oder? Obwohl ich da eigentlich ein Fan von bin. Ich habe gerne ein wenig Ordnung bei solchen Aufbau-Management-Spielen. Aber gut, ich wollte auch loslegen, um ehrlich zu sein. Und ich dachte, ach naja, stelle ich den Herd erstmal mitten in die Küche rein. Was soll schon passieren? So, wir sehen auch im oberen Bereich die obere Leiste. Wir haben da unsere Mitarbeiter oder unsere Angestellten, unser Personal. Und ich weise jetzt erstmal die ganzen Mitarbeitern, die in einzelnen Geräten zu. Wir müssen die Mitarbeiter auch an Tische zuweisen, damit die Tische bedient werden. Es gibt sogenannte Reinigungszonen. Also wir können zum Beispiel sagen, eine Zone ist der Toilettenbereich, der wird regelmäßig gereinigt und auch diesen Zonen werden dann Mitarbeiter zugewiesen. Und das ist wichtig, denn Gäste verursachen halt, oder Gäste bringen uns nicht nur Geld, sondern sie verursachen auch Kosten und Schmutz. Und dementsprechend müssen wir uns dem Ganzen auch ein wenig annehmen. Und wir sehen jetzt auch hier, die erste Bestellung wird aufgenommen. Der Mitarbeiter geht dann hinten hin, sagt einmal, hey, hier gibt es eine Bestellung. Die Mitarbeiter kosten natürlich auch die ganze Zeit Geld. Das heißt, wir sollten schon ein bisschen auf das Finanzielle achten. Und ich persönlich habe es so gemacht, dass ich immer zwei Mitarbeitern einen Tisch zugewiesen habe. Also so jeder Mitarbeiter hat irgendwie zwei Tische und jeder Tisch hat zwei Mitarbeiter. Und hier lege ich jetzt übrigens auch gerade die Reinigungszonen fest. Wir können auch, und das ist das Gute, die Zonen erweitern. Das heißt, wenn man mal irgendwo ein bisschen kreuz und quer gebaut hat, ist das überhaupt kein Problem. Und jeder Reinigungsbereich kann drei Mitarbeiter quasi zugewiesen werden. Und das ist schon ganz praktisch, wie ich finde. Ich habe es aber erstmal so gemacht, dass jede Reinigungszone einen Mitarbeiter bekommt. Und wir sehen auch bei diesen Punkten gerade, also die Mitarbeiter haben natürlich verschiedene Vorlieben, Interessen und so weiter. Und dementsprechend gibt es eben auch Fähigkeiten, die wir definieren können. Und hier ist jetzt ein Essen fertig und das Essen sah jetzt halt ja aus wie so ein Kartoffelpüree. Und das meinte ich nämlich mit den Rezepten. Da kann man nämlich das Aussehen des Essens festlegen. Jetzt bekommen wir einen Hinweis. Butter wird knapp. Butter wird knapp. Die Butter wird knapp. Und da kümmere ich mich dann später drum. Beziehungsweise ich habe ja festgelegt, dass alle Sachen mindestens 10-mal da sein sollen. Und dementsprechend einmal pro Stunde, also im Spiel, einmal pro Stunde, seht ihr unten links die Uhrzeit, werden neue Waren geliefert. Und natürlich kann man das natürlich auch ein wenig flexibler gestalten. Dann kann man sagen, okay, wenn die Zwiebeln
10-mal Zwiebeln sind zu wenig, 10-mal Butter ist zu viel, dann sage ich halt, okay, dann bitte nur 5-mal Butter liefern und dafür immer 15-mal Zwiebeln beispielsweise. Das kann man so ein bisschen variieren. Und hier war jetzt einer, habe ich gedacht, warum hat die denn so ein Ausrufezeichen über ihren Kopf? Die hat bei uns gegessen und wollte tatsächlich anfangen zu arbeiten. Und habe ich gesagt, ja, würde ich ja gerne machen, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Jetzt kam es dann plötzlich. Und ich dachte, naja, komm, du hast den Job. Was soll's? Testen wir es einfach mal aus, ob es funktioniert. Und dann hat sie angefangen zu arbeiten. Tatsächlich. Einfach so. Nach dem Essen direkt, zack. Vielleicht konnte sie auch ihre Rechnung nicht bezahlen. Was ich interessant finde, ist, dass bei der Reinigung von Gegenständen es vollkommen egal ist, ob da gerade irgendwie Essen auf dem Herd steht oder so. Also, wenn der Reinigungsplan durchgezogen wird, dann kann es durchaus sein, dass Essen auf dem Herd steht und einfach schön mit ein bisschen Chemie nochmal das Essen irgendwie abgesprüht wird. Und der Herd ist dann zwar sauber, ich weiß nicht, ob die Gäste das so gerne mögen, bisher hat sich noch niemand beschwert, um ehrlich zu sein. Aber das sind so Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen stören bei Recipe for Disaster. Das Spiel ist an sich echt unterhaltsam und macht echt Laune und ist auch wirklich gut. Aber solche Sachen stören dann irgendwie doch ein wenig. Wir nähern uns natürlich auch langsam so dem Ende der Folge. Also ich habe da bei anderen Folgen, wurde mir schon häufig gesagt, hey Metalizer, mach doch mal bitte längere Videos, das ist eigentlich ziemlich cool. Und daran möchte ich mich natürlich ein bisschen orientieren. Ich möchte euch jetzt nochmal zeigen, wie so ein Rezept aufgebaut sein kann. Und zwar ist das ein Salat, den ich hier machen wollte. Und dementsprechend habe ich ihn auch charismatischer Chop-Chop Salat, eigentlich nur charismatischer Chop-Chop. Das passt ja ganz gut. Ich habe das Rezept erstellt. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt hier dieses Anrichten des Ganzen. Das können wir auch nochmal weiter verschieben, also nach rechts oder links, je nachdem, wie wir es gerne hätten. Also die verschiedenen Arbeitsschritte können wir festlegen. Und dann habe ich einfach mal losgelegt. Und zwar beginnen wir tatsächlich mit ein wenig Obst und Gemüse. Also ich habe einfach gesagt, die Auberginen sollen bitte zubereitet werden, die braune Zwiebel auch. Und hier ist es so bei den Zwiebeln. Es ist tatsächlich so, dass sie roh eklig sind. Bei der braunen Zwiebel. Ich dachte, roh eklig? Zwiebeln kann man doch wunderbar, wenn man die richtig schneidet und so. Ist doch super. Genauso wie Knoblauch. Also Knoblauch so ein bisschen gestampft oder so. Ist ziemlich gut. Aber ich habe da noch ein bisschen mehr Zutaten dazu gepackt und habe gesagt, okay, hau mal alles rein, was geht. Und wir sehen jetzt unten auch die Tags. Also wir sehen, dass es zum Beispiel vegan ist, dass es Rohkost ist und so weiter und so fort. Ist ziemlich praktisch gemacht, ob da Allergene drin sind. Es gibt noch Special Tags, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel ohne Fleisch oder Fancy. Da könnt ihr euch echt ziemlich, ziemlich austoben, was ziemlich gut ist. Und wir können bei einem Schritt, also sei es kochen, zubereiten und so weiter, 5 Zutaten dazu packen. Wir können aber auch, wie wir es hier sehen, natürlich auch mehrere Zubereitungsschritte gleichzeitig durch oder vollführen. In dem Fall habe ich jetzt gesagt, okay, ich teste mal ein bisschen mit rum und habe dann gedacht, ja, braune Zwiebeln, okay, dann machen wir es halt eben anders. Dann, die braunen Zwiebeln sind roh eklig. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir die Aubergine wieder mit rein, nochmal Karotte und ich habe einfach alles reingeworfen. Kürbis nochmal, ja, Kürbis kann man auch mal machen, ganz gut in so einem Chop-Chop-Salat. Dann Paprika und Zwiebeln, nicht Zwiebeln, sag ich schon, die Pilze. Und dann haben wir auch das Tag herzhaft bekommen. Das ist dann aus meiner Sicht durch die Portobella-Pilze gewesen. Und jetzt sehen wir auch schon, dass wir einen neuen Special Tag bekommen haben. Das ist dann, also ich find's persönlich ziemlich cool, dass man halt eben sieht, was, wann, wie, an welcher Stelle passiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe Bock auf Zwiebeln. Also rösten wir Zwiebeln. Und die können wir jetzt nämlich auch hier mit reinziehen. Und nachdem sie geröstet wurden, war ich natürlich doof, weil ich habe gedacht, okay, wir haben ja natürlich schon in dem Zubereitungsding schon Zutaten drin. Aber erstmal zubereiten die beiden Sachen, dann rösten. Man kann den Punkt leider nicht verschieben, das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich hätte eigentlich das Rösten lieber nach oben gezogen, damit ich halt sehen kann, wo die Pfeile hinlaufen. Aber ja. Wir sehen auch, welche Fähigkeiten wir brauchen. Also zu einmal schnibbeln und einmal so ein bisschen rösten. Und ich sage, den Knoblauch können wir auch nochmal mit rösten. Dann wird es ein richtig, richtig schöner Salat. Der ist dann gespeichert. Und wir sehen auch, die Zubereitungskosten sind 8,60 Euro. Eine Kochzeit von 6 Minuten. Dann kann man sich ausrechnen, wie viel man dafür braucht. Wir sehen jetzt eben auch, die neuen Zutaten sind dazugekommen.
und müssen natürlich noch irgendwie eingekauft werden. Wichtig ist dann aber auch, dass wir das dem Menü hinzufügen. Ist auch hier in dem Fall automatisch passiert, das passt schon mal. Und jetzt können wir dieses Ignore Global Markup verwenden. Und das Ignore Global Markup oder den Global Markup, den Global Price Markup seht ihr oben mit 500%. Ich habe aber gedacht, so, das Ding ist echt teuer. Und dann können wir Preis festlegen und sehen jetzt halt, der Preis liegt zum Beispiel 116% über den Zubereitungskosten. Und das ist ziemlich clever gemacht, weil wir haben auch durchaus Kunden, die gucken wollen, was sie essen, also die vielleicht nicht so teuer essen wollen. Und deswegen habe ich den Global Markup Price einfach mal auf 350% in dem Fall festgelegt, damit wir auch ein bisschen mehr Gäste bekommen. Und wir sehen auch schon, es warten jetzt auch schon zwei Gäste vor der Tür, die kommen nicht rein. Und das wird immer mehr und wir sind hier immer noch an Tag 1. Es ist tatsächlich Tag 1 vom Spiel. So, und an dieser Stelle, bevor wir Schluss machen, haben wir noch mal ein weiteres Rezept. Auch das war ein Wunsch von einem Gast, der hätte ganz gerne irgendwas mit Sardinen. So, und das Rezept ist jetzt hier zu billig, es werden mehr Zutaten benötigt. Deswegen habe ich gedacht, okay, was passt zu Sardinen? Schmeißen wir mal irgendwas rein, also die werden erstmal gekocht, die Sardinen. Und ich wollte halt nicht so einen einfachen Namen, so einfach gekochte Sardinen, nee. Deswegen habe ich sie sanfte Sardine genannt. Die sanfte Sardine. Und da ich mich mit Kochen überhaupt nicht auskenne, war ich im Überlegen, was schmeiße ich mit rein? Sardinen werden gekocht? Da habe ich mich verklickt. Wir haben ja oben eine Suchfunktion, das ist ganz cool. Also einmal nochmal Sardinen, nochmal bitte rein. Zack. Und habe überlegt, was können wir mit Sardinen denn noch machen? Habe ich nach Nudeln gesucht. Nudeln gab es nicht so viele irgendwie. Die kann man vielleicht auch noch selber machen. Muss ich mich tatsächlich noch ein bisschen mit reinlesen. Wir haben hier auch Soßen verschiedene, also auch eine Soße, Sojasauce beispielsweise, Jalapeno-Pfeffer. Und den Jalapeno-Pfeffer, der wird dann einfach zubereitet. So, das heißt also, wir kochen die Sardinen und dann wird schön Pfeffer drüber gemacht. Ich dachte, okay, ein bisschen Balsamico-Essig, weil warum nicht? Dann wird das Essen herzhaft. Wir sehen, wie gesagt, auch die Allergene gegen Schalentiere. Ja, und dann habe ich gedacht, mache ich mal weiter. Was passt denn noch? Trauben? Naja, warum nicht? Also es soll ja extravagantes Essen werden, deswegen nochmal schön ein paar Trauben dazu. Und Zitrone, ganz wichtig, wenn ihr Fisch essen wollt, einmal ein bisschen mit Zitrone nochmal verfeinern, das Ganze. Schmeckt dann ein bisschen besser. Dann wird es sauer. Es ist herzhaft und sauer. Habe ich gedacht, okay, gut, warum nicht? Und dann nochmal ein bisschen Kartoffeln, die werden auch nochmal schön gekocht. Und ich hätte sie dann tatsächlich zusammenmischen können. Ihr seht es hier, man kann sie zusammenmischen mit den Trauben und den Zitronen, dann wird es angerichtet. Und jetzt wird das Essen plötzlich balanced, was auch ziemlich nice ist. Also das finde ich dann auch ziemlich gut. Und hier, wir bereiten die Trauben mit den Zitronen zusammen vor und im nächsten Schritt werden sie dann irgendwie gewürzt. Also es ist ziemlich, ziemlich spannend. Also die sanfte Sardine war fertig und das war nochmal ein schönes Gericht. Und das habe ich natürlich dann auch gleich direkt auf die Speisekarte mit draufgepackt. Und naja, wir springen mal zum Ende eben. So, der Tag nähert sich dem Ende. Also wir sehen, es wird auch schon ein bisschen dunkler und jetzt brennt's. Und deswegen baut auf jeden Fall einen Feuerlöscher, denn zwischendurch muss auch noch ein bisschen gelöscht werden. Während im Nebengang einfach mit irgendwelcher mit einer Sprühflasche auf die Fritteuse raufgesprüht wird. Naja, kann man mal machen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ey, bevor jetzt der ganze Laden abbrennt und die Leute hier weiterkochen, die anderen essen da ganz entspannt, gemütlich. Also die Küche steht in Flammen. Aber die Leute sagen sich so, oh naja, ein bisschen Hunger habe ich ja schon, ne? Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich baue einen neuen Feuerlöscher, damit wenigstens doppelt gelöscht werden kann. Da habe ich gedacht, okay, wo packe ich ihn hin? Da passt er direkt in die Ecke rein. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht explodiert er und löscht dann automatisch mit. Das Gute ist, unsere Mitarbeiter packen sich dann eben auch die Sachen und fangen halt eben an, selbstständig mit zu löschen, während andere komplett in Panik geraten. Der Vorteil ist, der Grill funktioniert dann trotzdem noch. Wir sehen, der Grill wird jetzt gereinigt. Die Lebensmittel funktionieren auch noch weiterhin. Ist also ziemlich spannend und interessant, dass das geht. Naja, ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Ich finde aber persönlich, dass Recipe for Disaster ein super gutes Spielprinzip hat. Also ich finde es spannend und schön, dass man so unfassbar viele Zutaten hat, um Rezepte zu erstellen. Dieser ganze Management-Part im Restaurant selbst ist eigentlich nebensächlich. Weil aus meiner Sicht
geht es tatsächlich eher darum, dass man außergewöhnliche Rezepte erstellt und damit halt Leute begeistert und sich so ein bisschen probiert auch. Und ich sag mal so, wenn ihr hier im Spiel ein Rezept erstellt, dann spricht nichts dagegen, es zu Hause selbst mal auszuprobieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr vom Spiel haltet. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Es ist ein längeres Video geworden, das ist mir durchaus bewusst. In der Beschreibung findet ihr nochmal einen Link zum Spiel. Dann könnt ihr es beispielsweise auch auf Steam kaufen. Und wie gesagt, Version 1 ist am 5.8. erschienen. Und hier haben wir übrigens noch das nächste Desaster, eine verstopfte Toilette. Aber wenn ihr mehr sehen wollt vom Spiel, lasst es mich ebenfalls gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer. Fup, fup. Fup, hier wird immer die Toilette sauber gemacht. Fup, 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 fup. Und das kriegen die zum Glück auch hin. Und dann werden sich noch ein bisschen, die Hände werden sich dann abgewaschen. Naja, so, bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.